Meine Frage an euch: Habt ihr den Blutmond gesehen? Wie fandet ihr ihn? Und wenn ihr ein Foto habt, könnt ihr das ja gerne mal auf Twitter unter. Ja, ihr könnt das einfach halt mal posten und dann markiert ihr mich halt drauf. Dann sehe ich das mal, wie ihr den so erlebt habt. Mensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Skywars. Wir spielen heute auf der Map Fairy und das ist eine 16x1er Map, deswegen muss ich mich beeilen, ne? Weil 16x1, das sind viele Leute und die denken sich dann so, nein, 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 schnell abschlachten und sowas. So, das brauche ich alles hier nicht, das kann ich aber noch mitnehmen. Zack. So, wir haben leider nicht so das gute Schwert, aber das soll uns jetzt nicht davon abhalten zu kämpfen. Die habe ich schon geöffnet, ne? Es gibt hier, glaube ich, nur zwei Kisten. Ja, hoffentlich so. Dann gehe ich mal rüber zu dem anderen Typen hier. Vielleicht können wir ihn ja schnetzeln. Und wenn nicht, dann nicht. Oh, er baut sich auch hoch, okay. Das freut mich natürlich sehr für ihn, dass er das macht. So, der hat einiges an Schaden erlitten. So, den haben wir down. Nice. Jetzt habe ich wenigstens ein Dia-Schwert. Hol mir noch diese Enchantment-Dinger. Und der hatte einige Heiltränke, aber alle getrennt. Das ist doof. Das ist doof, das ist doof. So, zack, 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 zack. Ja, genau. Also ich konnte den Blutmond leider nicht sehen. Ich habe mich sehr gefreut, auch mal sowas zu sehen. Oder mitzuerleben, quasi, weil man erlebt es ja mit. Man sagt jetzt ja nicht, jo, morgen schaue ich mir mal einen Blutmond an, wenn es eigentlich gar keinen gibt, ne? Ich konnte die leider nicht sehen, das war natürlich sehr traurig. Aber an sich finde ich jetzt auch nicht, dass es jetzt so weltallerschlimmst war. Das Einzige, was halt daran negativ war, ist, dass ich umsonst aufgestanden bin. Aber ja. So, jetzt bauen wir uns mal zu dem Typen hier. Ich habe das Gefühl, dass er uns irgendwie holen wird. Keine Ahnung wieso. Man sollte eigentlich nicht so mit so einer schlechten Dings reingehen. Ich nehme noch auf. Und so, erstmal rüber hier. So. Gut. Hallo. Hallo, wer bist du denn? Oha, er hat Eier. Okay. Gott. So, zack, einmal geheilt. Oh mein Gott, Alter, was ist denn da los, ey? Was ist denn da los? Was hatte der denn für Dinger? So, Schutz 2. Ja, gut, dann geben wir uns natürlich den Schutz 2 Panzer, ne? Eine Angel hatte der auch. Okay, das ist sehr gut. Eine Angel haben wir jetzt auch. Da ist, glaube ich, nichts drin, was wir brauchen. Nee. Ich glaube, da ist überall nichts drin, was wir brauchen. So. Den Hide-Dingsbums können wir hier hinpacken. Drei Spieler leben insgesamt noch. Drei Spieler. Wir bräuchten vielleicht noch einen Diamant. Ah, ich habe eine Idee. Ich mache mir jetzt hier so eine Eisenspitzhacke. So. Nice. Nice, ach scheiße. So, dann gehen wir runter. Und bauen uns den Dia ab. So schnell geht's, Leute. So schnell geht's. So schnell werden sie alle erwachsen. Jetzt aber meine Frage an euch. Habt ihr den Blutmond gesehen? Wie fandet ihr ihn? Und wenn ihr ein Foto habt, könnt ihr das ja gerne mal auf Twitter unter. Ja, ihr könnt das einfach halt mal posten und dann markiert ihr mich halt drauf. Dann sehe ich das mal, wie ihr den so erlebt habt. Weil es gab ja dann noch von der NASA so einen Livestream. Da habe ich auch mal ganz kurz reingeschnuppert, um zu sehen, ja, wie ist der Mond gerade so. Aber an sich, ne, man, wie soll ich sagen, man konnte eigentlich auch irgendwie über den Livestream zwar genug sehen, aber für mich war es dann trotzdem noch so, ja, keine Ahnung, ne. Also war halt jetzt nicht so spektakulär, dass ich jetzt sagen würde, yo, nice, der Typ hat uns nicht gesehen, zum Glück von uns. So, den haben wir. Und der Typ, wenn du jetzt.
Du Sau. Ja, der wollte jetzt gerade abstauben gehen hier. Nenn es. Sicher nicht mit mir. Sicher nicht mit mir. GG. Ja. Das war, finde ich, eine schöne Runde. Wir haben schön die Leute gekillt. Hatten eigentlich nicht sonderlich große Probleme. Und ja, Leute, wenn ihr mehr Skyboss sehen wollt, dann schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Ich bin übrigens erst aufgestanden, deswegen sehe ich ein bisschen aus wie ein Chinese, weil meine Augen so zugekniffen sind. Aber ja, Leute, ich würde sagen, macht's gut, haut rein und ciao.